Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsengriller. Ja, heute wird das Video ein kleines bisschen länger, denn es liegt wieder mal ein Schmorgericht an. Für uns zumindest. Für euch wird es wahrscheinlich wieder bloß mal so ein paar Minütchen sein. Aber wir wollen im Dutch Oven ein paar Schmorhaxen machen. Marco zeigt euch jetzt, wie das geht. Viel Spaß. Auf dem Brett seht ihr jetzt die Zutaten, welche wir für unsere Schmorfutterhaxe brauchen. Hier geht es los mit dem Hauptdarsteller. Das sind Futterhaxen vom niederschlesischen Wandlehnschwein, beim glücklichen Bauern aufgewachsen. Weiter geht's mit Brühe, das ist Rinderbrühe, nicht selbstgemacht diesmal. Hier hinten auf dem Teller haben wir Schmorgemüse in Form von Sellerie, Porree, Karotte und Zwiebeln. Für den Griller heute mal ein leckeres Zwönitzer Rotblondes. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Würzen werden wir das Ganze mit unserem Sparrip. Und natürlich brauchen wir noch etwas Öl, Butter, gute Butter in dem Fall. Und Tomatenmark vom Tomatenmark. Ja, und wie ihr im Hintergrund bestimmt hört, das Ganze bereiten wir heute auf dem offenen Feuer im Dutch Ofen zu. Ja, wie schon gesagt, zubereiten werden wir das Ganze über offener Glut, über unserer Feuerschale, über offenem Feuer in unserem FT9. Hier geben wir jetzt erstmal unsere Butter und das Öl hinein. Ich muss mal sagen, es macht immer wieder Spaß, hier an der Feuerschale zu arbeiten. Sensationell. Ja, dann hat man den Vorteil, dass man schön mit der Glut arbeiten kann. Die Feuerschale ist groß genug. Im hinteren Bereich der Schale lege ich immer etwas Holz nach. Somit habe ich immer wieder etwas Glut für unser Vorhaben. Ob das jetzt die Pfanne ist, der Dutch Oven oder was auch immer. Mal schön mit der Hitze spielen. Ist die Butter geschmolzen und bereit zum Anbraten, sieht man, wenn die Blasen wirft. Jetzt geben wir hier unser Fleisch hinein und das braten wir jetzt richtig schön scharf von allen Seiten ringsherum an. Dazu hole ich mir wieder etwas Glut unter den Topf. Wenn das geschehen ist, seid ihr wieder mit dabei. So, die Vorderhaxen haben jetzt den für uns idealen Bräunungsgrad erstmal erreicht. Das heißt, für uns jetzt raus aus dem Dutch Oven und das Gemüse anbrutzeln. Richtig schön scharf mit dem Tomatenmark. Und hier gebe ich immer gerne gleich als Tipp noch mit. Gern beim Anschmoren des Gemüses schon etwas Brühe mit hinein. Denn diese soll den Bratensatz unten am Boden etwas lösen und somit den Geschmack noch besser ans Gemüse verteilen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir unten die Hitze wieder etwas wegnehmen. Erst einmal. Und wir schmoren erstmal das Gemüse schön an. So, das Gemüse ist jetzt schön angeschmort. Jetzt geben wir von unserem Gewürz etwas hinein. Rühren das noch schön mit unter. Und bei einem Schmorgericht hat es jetzt nicht viel Sinn, das Fleisch vorher zu würzen. Sondern beim Schmorgericht sollte die Würzung der Soße im Vordergrund stehen. Oder der Brühe. Wenn das geschehen ist, geben wir wieder unsere Häckschen hier hinein. Und füllen das Ganze jetzt mit der restlichen Brühe auf. Ja, wie ich sehe, muss ich noch etwas spulen, aber ist ja kein Problem. Die genauen Mengenangaben wisst ihr, das findet ihr am Rezept. Und zwar kommt jetzt hier so viel rein, bis die Haxen mindestens zur Hälfte bedeckt sind. Dann nehme ich unten noch etwas Hitze weg von dem Topf und lege noch was oben drauf und dann bleibt er so stehen und dann wird erst einmal für die nächsten 3 Stunden gechillt und geschmort. Zwischendurch immer mal wieder nach dem
oder nach der Flüssigkeit schauen. Und natürlich auch nach der Flüssigkeit des Grillers schauen. So, ja, wundert euch nicht. Ich habe gerade etwas aufgelegt, noch etwas Holz. Nochmal kurz zu unserem Setup. Ich habe den Dutch-Ofen jetzt in die Mitte circa der Feuerschale gerückt und meine Glutnester ringsrum um den Dutch-Ofen verteilt. Und lege jetzt nach und nach immer wieder ein kleines Scheitchen Holz nach und sehe zu, dass so der Dutch-Ofen ringsrum schön Hitze hat. Ich denke mal, wir brauchen auch nichts auf den Deckel legen. Ist ja ein Schmorgericht. Wenn der so diese indirekte Hitze von allen Seiten bekommt, sollte das genügen. So, ich würde sagen, wir schauen mal gemeinsam rein, ob das so funktioniert mit meiner indirekten Zone. Jawohl, so sieht das gut aus. So kann das werden. So, aber jetzt erst einmal zurücklehnen. So, auch nach 4 Stunden ist unsere Schmorhaxe jetzt so weit, dass die verkostet werden will. Ihr seht, das Fleisch hat sich schön vom Knochen zurückgezogen. Ich habe hin und wieder mal ein bisschen Flüssigkeit nachgegeben. Und ja, Zeit habe ich ja schon gesagt, 4 Stunden sind rum. Und jetzt werde ich das nur noch auf einen Teller oder Schüsselchen drapieren. Und dann sehen wir uns beim Verkosten wieder. Ja, da sind wir doch schon wieder nach einigen Stunden. Also hier, man kann es kaum angabeln, das ist sowas von zart, das Fleisch. Hm. Und trotzdem nach so einer langen Zeit im Dutch-Ofen immer wieder schön saftig. Und an so einer Haxe ist eben der Vorteil, durch dieses Sehnen da drin und dieses Kollagen, was dann quasi über die Zeit zergeht, es wird auch nicht trocken, ist einfach richtig geil. Und was ich eben auch sagte, es lohnt sich nicht vorher die Haxe zu würzen oder irgendwas, würzt lieber den Sud, die Brühe richtig, weil die Brühe gibt dann ihren Geschmack an das Fleisch ab und damit habt ihr ein wunderbares Ergebnis. Also wir zumindest heute. Genau. Ihr macht das natürlich nach. Ist nämlich natürlich auch zum Nachmachen empfohlen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, schließt ein Abo ab, verpasst ihr damit gar keine Folge mehr von die Sachsen Griller. Ja, und dann seht ihr uns zwei schon wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, sagt der Marco und der André. Ciao, ciao, ciao.